Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, meine Stimme ist derzeit etwas, ja, eingeknickt, aber ich biete euch trotzdem ein besonderes Video heute. Und zwar habe ich mich mal daran gesetzt und herausgesucht, die alten Sammelalben, die ich noch habe, zum Beispiel dieses. Ich habe da noch ein paar mehr, aber dieses hier ist ein schönes Beispiel. Hier fehlten nur drei Sticker, oder es fehlen immer noch drei Sticker. Die habe ich aber mittlerweile, habe ich die besorgt. Die drei fehlenden Sticker. Jetzt ist das Album, wenn ich die gleich einklebe, ist das Album danach voll. Und ja, ich habe noch ein paar mehr Alben. Da fehlen, zum Teil fehlen da 20 Sticker, bei einem fehlten, glaube ich, auch 30. Da bin ich gerade dabei, zu versuchen, die alle voll zu bekommen. Und guckt euch das an. Das sieht einfach noch aus wie neu im Prinzip. Von 2019 ist das Album. Ich habe noch das von 6, 7, 7, 8. 8, 9 habe ich nicht wiedergefunden, hatte ich aber mal. Ich habe noch die von der WM, da ist das von 2014, glaube ich, nicht ganz voll. Von 2010 habe ich das direkt zweimal voll. Und in der Videobeschreibung müsste ein Link sein zu einem Google, also zu einer Google-Tabellendatei sozusagen, zu einer Tabelle. Da stehen einmal, ist die ganze Booster-Sammlung da drin. Also alle Booster, die ich habe, 100 irgendwas Stück, sind da alle aufgezählt mit aus welchem Jahr die kommen, was ich dafür bezahlt habe, was weiß ich, alle Statistiken und so. Und dasselbe gibt es in der zweiten Tabelle, da unten sind so zwei verschiedene Tabellen, einmal Booster, einmal Alben. Und bei Alben stehen die ganzen Sammelalben, die ich habe, ob die vollständig sind, welche Bilder fehlen, wenn da noch welche fehlen. Und ich versuche da jetzt die voll zu bekommen. Und ihr könnt mir da auch gerne helfen, ihr könnt da einmal gucken, da stehen halt die Stickernummern, die mir fehlen. Und wenn ihr vielleicht sogar noch welche doppelt habt, dann wäre das schon ziemlich cool, wenn ihr mir die zusenden würdet. Also ihr seht, es hier komplett alles beklebt bei Hertha. Welche Sticker fehlen mir denn hier? Das Rhein-Energie-Stadion. Charlie Amri, ja genau. Und De Michelis, ja. Welche Sticker-Nummern haben die? 289, 219 und 318. Also sind alle ziemlich weit hinten. Wir können ja einmal komplett durchblättern hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Sticker-Alben von 6, 7, 7, 8 und sowas alle fast voll habe. Ich dachte, da hätte ich immer nur so, ja, fast 100 Sticker eingeklebt gehabt, aber die sind alle fast voll, ich weiß gar nicht. Das ist aber auch schon, ja, guckt, 6, 7, das ist ja schon, ach, das ist fast 10 Jahre her, meine Güte. Ich könnte jetzt hier einmal noch komplett durchgucken, aber ich versuche einmal möglichst weit nach hinten zu gehen. Und hier, die alle Trikots, die habe ich die auch alle. Das ist erstaunlich. So, von welchen Teams waren die denn noch? München, Mainz und das Stadion. Jetzt sind die Stadien nicht ganz vorne alle. Das ist in jedem Jahr unterschiedlich gewesen. Mal sind die ganz vorne. Nee, okay. Es scheint, als wäre die Stadion irgendwo in der Mitte. Ich probiere mal genau die Mitte zu finden. Ich will das Buch eigentlich. Guck hier, sogar 3D-Sticker. Habe ich alle. 5 Stück waren das damals. Das war eine technische Neuerung in diesem Jahr, ja. Aber haben die danach auch nicht wieder gemacht, glaube ich. Fand ich schade. Alle Trikots. Sind jetzt hier. Wo sind denn die Stadien hin? Meine Güte, ich muss einfach kurz das Heft hier von der Kamera wegnehmen, dann kann ich es einfacher durchblättern. Ist aber schon, also ich hätte nicht gedacht, dass ich vor allem die 3D-Sticker alle habe. 5 Stück. Da habe ich damals die wirklich alle voll gesammelt. Ah, hier sind die Stadien und hier fehlt ein Stadion, die Nummer 219, das Rhein-Energie-Stadion, natürlich in Köln. Und ich ziehe gerade den Sticker ab und versuche den möglichst da einzukleben. So. Wie war denn das bei denen? Musste man den am Rand einkleben? Ja. Das wird wahrscheinlich der schrecklichste Sticker. Nein? Doch. Oh, ich habe ihn verklebt. Verdammt. Okay. Schade. Den hätte ich doch im roten einkleben müssen, nicht im weißen Rand. Jetzt ist hier so ein Rand darum, so ein roter. Naja, besser als wenn ich ihn gar nicht hätte. So, wer fehlt noch aus Mainz? Fehlt noch einer und aus München. Sind wir schon in Leverkusen. So, und hier ist Mainz. Erste Seite Mainz ist vollständig. Zweite Seite, da fehlt ja glatt ein Sticker. Den habe ich hier. Und werde ihn jetzt im roten einkleben.
So, viel besser. Und ein Bayern-Spieler fehlt noch, De Michelis. Wo ist er denn? Bayern ist hier auf der zweiten Seite, auf der ersten Seite fehlt er. Hier die 318. Der letzte Sticker, den ich, der mir fehlt, um dieses Heft voll zu bekommen. Oh, da sieht man noch eine Stramme. Meine Güte. Leute, immer aufpassen beim Sport, ne? Hier kann man sich verletzen, da. Meine Güte. Jetzt habe ich das Album voll. Das ist, ja, ein weiteres Album, was voll ist. Ich habe ja ein paar Alben voll. Ich habe von Hanuta und Duplo, da gab es ja immer diese Sammelaktion zu WM, EM und so. Habe ich voll bisher. Die von 2010, 2012. Von 2014 habe ich nicht voll. Aber ich denke, es wird auch noch kommen. Das war mal ein kleines, längeres Video. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr mir auch gerne helfen, die zu vervollständigen. Ich bin jetzt schon bei einigen, habe ich schon ein paar Sticker bekommen, aber noch nicht alle. Und ja, ich werd die alle in irgendeiner Zeit, also spätestens in einem Jahr werde ich die voll haben, hoffe ich mal, die drei Alben, die mir da noch fehlen oder so. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.